Für Benutzer mit Farbsehschwäche bietet das Betriebssystem macOS spezielle Werkzeuge. Diese Werkzeuge kann man über Systemeinstellungen aktivieren. Klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste, dann auf Systemeinstellungen und im neuen Fenster wählen Sie Bedienungshilfen aus. An der linken Seitenleiste erscheint eine Liste von Werkzeugen, die in vier Kategorien unterteilt sind: Sehen, Hören, Motorik und Allgemein. In der Kategorie Sehen unter Anzeige, Farbfilter können Sie den Farbfilter aktivieren. Der Farbfilter passt die Bildschirmfarben mit den ausgewählten Filtertypen an. Im Einblendmenü können Sie einen passenden Filtertyp auswählen. Die Einstellung der Intensität geschieht mit Hilfe eines Schiebereglers. Grauen Stufenfilter blendet alle Farben aus. Rot-Grün-Filter ist für Benutzer geeignet, bei denen die Wahrnehmung der Rot aufgehoben ist. Diese Form der Farbfehlsichtigkeit nennt sich auch Protanopie. Grün-Rot-Filter wird für Benutzer mit Deuteranopie verwendet. Als Deuteranopie wird die Grünblindheit bezeichnet. Betroffene können dabei die Farbe Grün nicht wahrnehmen. Blau-Gelb-Filter verwenden die Benutzer mit Blaublindheit oder sogenannte Tritanopie. Betroffene mit Tritanopie können Farben im blau-violetten Bereich nicht wahrnehmen. Im Farbfilter Kolorieren kann man eine passende Farbe auf der Farbpalette auswählen. Diese Einstellungen erlauben es, Bildschirmfarben bei Farbsehschwäche anzupassen oder den gesamten Bildschirm einzufärben, um Text besser lesen zu können. Für Benutzer mit Farbenblindheit könnte auch die Reduzierung der Transparenz hilfreich sein. Unter Anzeige Display befinden sich die Einstellungen der Transparenz. Diese Einstellung ist dafür gedacht, den Transparenzeffekt durch einen kontrastreichen Hintergrund zu ersetzen. Dadurch verbessern sich Kontrast und Lesbarkeit. Die Einstellung Kontrast erhöhen könnte die Benutzer mit Farbsehschwäche dabei unterstützen, Augen beim Lesen zu entlasten. Die Einstellung ohne Farben differenzieren soll für Benutzer mit Farbenblindheit auch hilfreich sein, weil sie Formen verwendet, um Informationen anstelle von Farben zu übertragen.